Einer der größten Beweggründe abzunehmen und auch der Hauptgrund dafür, warum sich die meisten in ihrem Körper unwohl fühlen, ist natürlich der Bauch. Beim Sitzen merkst du ihn permanent, die Hose kneift und egal was du anziehst, er ist einfach immer zu sehen. Und sobald du dich auch mal seitlich vor den Spiegel stellst, siehst du das ganze Ausmaß und du fühlst dich noch viel, viel schlechter. Daher ist natürlich der Wunsch, riesengroß am Bauch gezielt abzunehmen. Und am liebsten hättest du natürlich gerne einen flachen Bauch und könntest so anziehen, was du möchtest. Und ich möchte mir mit dir anschauen, wie du es schaffst, am Bauch abzunehmen, warum das Bauchfett gesundheitlich auch sehr riskant ist und räume natürlich auch mit dem einen oder anderen Mythos auf, der dir bisher natürlich immer wieder den Weg gelaufen ist und der dich auch daran gehindert hat, am Bauch abzunehmen. Also würde ich sagen, starten wir direkt rein in das Video. Hallo und willkommen, hier ist wieder Martin, dein Gesundheitscoach und Ernährungsberater. Ich möchte direkt zum Anfang des Videos etwas für dich aufklären, damit wir direkt auch Klarheit schaffen für das ganze Video und wir uns auf das Wesentliche fokussieren können, damit du es wirklich schaffst, einen flachen Bauch zu bekommen. Wir alle haben tendenziell ein Sixpack und wir alle haben Bauchmuskeln, weil hätten wir sie nicht, könnten wir nicht mehr aufrecht stehen und würden einfach in uns zusammenfallen. Also das ist schon mal die gute Nachricht. Wir alle haben Bauchmuskeln, auch wenn du sie gerade nicht sehen kannst. Denn der Grund, warum du sie gerade nicht sehen kannst, ist natürlich das Bauchfett, was über den Bauchmuskeln drüber liegt. Deswegen ist natürlich der Wunsch auch sehr, sehr groß, dieses Bauchfett schmelzen zu lassen, damit diese Bauchmuskeln zum Vorschein kommen. Was ich dir auch direkt sagen möchte am Anfang, du kannst nicht gezielt nur am Bauch abnehmen. Und es gibt auch keine gezielten Übungen oder Bauchübungen, die dazu führen, dass du nur da abnimmst. Die gute Nachricht ist aber, du nimmst am ganzen Körper ab. Denn der Körper geht dann meist auch nach Überlebenspriorität vor. Denn Fett allein ist nicht nur gesundheitsschädlich und unschön, sondern Fett hat natürlich auch einen mechanischen Schutz. Und deswegen sieht man eine Gewichtsabnahme meistens immer erst im Gesicht, dann am Rücken, danach an den Extremitäten, also Armen und Beinen und als letztes natürlich am Bauch. Aber wie gesagt, keine Sorge, du nimmst am Körper gleichzeitig ab. Nur sind halt andere Prioritäten da. Das heißt, tendenziell nimmst du am Bauch langsamer ab als jetzt im Gesicht oder an den Extremitäten. Denn das Bauchfett ist evolutionär bedingt natürlich die harte Reserve und schützt letztendlich auch unsere inneren Organe vor äußeren Einwirkungen. Das ist super wichtig erstmal zu verstehen, denn ich sehe es natürlich auch wieder in meinem Praxisalltag, wenn ich immer wieder auch Körpermessungen durchführe bei meinen Coaches. Man sieht es natürlich visuell, zuerst im Gesicht und dann natürlich auch so an den Armen. Aber ich messe natürlich auch immer den Bauchumfang und den Hüftumfang und da geht es tendenziell auch zurück. Nur das ist meistens so das Letzte, was denn komplett zurückgeht. Und wenn du da erstmal diese Klarheit hast, dann fokussierst du dich nicht nur noch alleine darauf, nur gezielt am Bauch abzunehmen, sondern weißt, hey, okay, ich weiß jetzt einfach, wie der Körper funktioniert. Ich nehme überall gleichzeitig ab. Nur am Bauch ist halt die harte Reserve, die meist ab einem gewissen Körperfettanteil immer weiter halt auch sichtbar wird, also was auch die Bauchmuskeln angeht. Das ist auch komplett unterschiedlich, denn um einen flachen Bauch oder zumindest sichtbare Bauchmuskeln zu bekommen, sollten Männer einen Körperfettanteil haben von, ich sag mal, 10-12% und bei Frauen sind es tendenziell so 14-16% Körperfettanteil. Aber natürlich hast du auch schon viel früher einen flachen Bauch, da geht es jetzt einfach bloß um die Sichtbarkeit der Bauchmuskeln selbst. Weil das natürlich das Fett sich am Bauch ablagert und da auch tendenziell langsamer weggeht, hat natürlich auch unterschiedliche Gründe. Einerseits genetische Veranlagung der Fettverteilung, also wenn es einfach auch genetisch so ist, dass es von Generation zu Generation weitergegeben wird, dann ist es ein kleiner Anteil, aber wie gesagt, es ist immer nur ein kleiner Anteil. Andererseits natürlich auch spielen die Hormone eine riesengroße Rolle dabei. Ja, siehst du sicherlich auch, Männer haben tendenziell immer den Hang dazu, eher einen dicken Bauch zu bekommen. Und bei den Frauen ist es eher so, dass es sich das meist auf den Hüften oder auch an den Beinen ablagert. Der Grund dafür sind die Hormone Testosteron und Östrogene.
Denn hast du einen höheren Testosteronanteil, dann lagert sich das Fett mehr am Bauch ab. Hast du einen höheren Östrogenanteil, dann hast du es natürlich mehr an den Hüften und Beinen. Also da gibt es natürlich immer wieder eine Mischung. Es gibt natürlich auch Frauen, die einen tendenziell für Frauen höheren Testosteronspiegel haben und deswegen lagern sich bei ihnen die Fettreserven mehr auch am Bauch ab. Und andersrum genauso auch bei Männern, die einen tendenziell höheren Östrogenspiegel haben für einen Mann, da lagert sich das vielleicht auch mal mehr so an der Hüfte und den Beinen ab. Wie gesagt, da gibt es immer wieder Mischungen. Und ein anderer Grund oder der Hauptgrund, was wir beeinflussen können, ist einerseits, dass natürlich sich zu wenig bewegt wird und das auch der Grund ist, warum viele denn auch Fett anlagern am Bauch. Und natürlich, was dazu zählt, eine Fehlernährung, dass nicht genug Nährstoffe zugeführt werden, die notwendig sind und dass natürlich auch hyperkalorisch gegessen wird. Also einfach zu viele Kalorien aufgenommen wird und diesen Überschuss speichert der Körper dann anhand von Fett ein und das natürlich auch gerne am Bauch und an anderen Stellen. Und ein Faktor, der da oft vergessen wird, der bei uns komplett umgibt im Alltag, ist das Thema Stress. Also die drei Faktoren führen maßgeblich dazu, dass du natürlich auch am Bauch zunimmst und führen auch dazu, dass es schwieriger wird, am Bauch natürlich auch abzunehmen. Bauchfett an sich ist natürlich auch gesundheitlich recht bedenklich. Da müssen wir aber auch nochmal unterscheiden, denn es gibt zwei Arten von Bauchfett. Einerseits das subkutane Fett, also das ist das Unterhautfett, was direkt unter der Haut liegt. Und es gibt auch das viszerale Fett. Das lagert sich vornehmlich natürlich an den Organen ab. Das ist natürlich gesundheitlich sehr, sehr bedenklich und fördert letztendlich auch viele Volkskrankheiten wie zum Beispiel Bluthochdruck, Schlaganfall, Herzinfarkt und Diabetes. Aber was ist jetzt letztendlich entscheidend, um am Bauch abzunehmen? Gehen wir mal in den ersten Faktor rein. Das ist natürlich die Ernährung. Denn hier ist es entscheidend, dass du ein Kaloriendefizit so zwischen 200 bis 500 Kalorien hast, damit natürlich das Fett nach und nach schmilzt. Dann nimmst du tendenziell über den Tag weniger Kalorien auf, als du verbrauchst. Dann muss der Körper natürlich an seine Fettreserven rangehen und so schmilzt nach und nach natürlich auch das Bauchfett weg und du kommst genau zu dem Ziel, einen flachen Bauch zu bekommen. Also hier ist das Kaloriendefizit sehr entscheidend und sehr maßgeblich. Denn nur so ist es möglich, überhaupt einen flachen Bauch zu bekommen. Was bei der Ernährung natürlich noch mit dazu zählt, ist natürlich eine eiweißreiche Ernährung. Also hier sprechen wir von knapp 1,5 bis 2 Gramm Proteine pro Kilogramm Körpergewicht. Das hat einfach den Grund, du hast eine längere Sättigung, dein Körper hat eine gewisse höhere Thermogenese, also er produziert bei der Verdauung viel mehr Wärme, was wieder dazu führt, dass du auch mehr Kalorien verbrennst. Da sind wir wirklich einen ganz kleinen Prozentanteil, das ist nicht ausschlaggebend. Und viel wichtiger natürlich bei einer proteinreichen Ernährung, es ist ein gewisser Muskelschutz, damit der Körper natürlich, wenn du im Kaloriendefizit bist, keine Muskulatur abbaut. Weil das ist super wichtig, diese auch zu halten, weil sie hält uns leistungsfähig, sie hält uns fit und natürlich auch für die Frauen das, was die meisten wollen, ein straffes Körperbild. Ja, das ist super wichtig, da natürlich auch dran zu bleiben, die Muskeln zu erhalten und tendenziell sogar noch aufzubauen. Was da noch dazu zählt, ist natürlich Vollkornprodukte zu nutzen und viele Ballaststoffe. Führt dazu, dass du natürlich eine viel längere Sättigung hast und nicht immer wieder zu den Süßigkeiten zwischendurch greifst, also diese ganzen Naschereien und was auch Appetit angeht. Und genauso zählt auch Obst und Gemüse dazu für die ganzen Mikronährstoffe, Vitamine und Mineralstoffe. Und ja, ich habe es auch öfter schon gehört, du darfst Bananen essen. Denn Fruchtzucker ist jetzt nicht so schlimm wie der richtige Zucker. Also isst ruhig Bananen, generell auch Obst und achte da bitte nicht zu sehr auf den Fruchtzucker. Das wird viel zu sehr überschätzt. Aber da möchte ich jetzt auch erstmal nicht tiefer eingehen. Wird auch nochmal ein Thema für ein anderes Video. Und genauso auch das Thema gesunde Fette wie Olivenöl, Leinöl, Nüsse, Fisch. All das zählt dazu, um da natürlich auch eine ausgewogene Ernährung hinzubekommen, alle Nährstoffe aufzunehmen. Und das sollte 80% deiner Ernährung ausmachen. 20% davon darf natürlich alles andere auch mal sein. Also es darf auch mal eine Pizza sein, es darf auch Schokolade, Chips sein oder mal ein Glas Wein. Das soll bitte alles in der Ernährung drin bleiben, weil das macht letztendlich auch eine ausgewogene Ernährung aus. Es kommt einfach nur auf das Verhältnis an.
Also in 80% das, was ich dir gerade gesagt hatte, über den Tag verteilt und 20%, wenn man mal abends ein Glas Wein trinkt, aber der Rest der Ernährung gut ist, macht das überhaupt keinen Unterschied mehr. Der zweite Faktor, der entscheidend ist, Bewegung und Training. Ich unterscheide das auch nochmal sehr genau, denn einerseits Bewegung führt natürlich dazu, dass du mehr Kalorien verbrennst, was wieder dazu führt, dass du auch tendenziell mehr essen kannst und trotzdem dabei abnimmst. Unter Bewegung zähle ich letztendlich auch die Alltagsaktivitäten. Die kann man super einfach erhöhen. Also so ein praktisches Beispiel ist, anstatt den Fahrstuhl zu nehmen, nimmst du die Treppe. Für kurze Wege kannst du auch einfach mal das Fahrrad nehmen. Mach zwischendurch im Alltag mal kleine Spaziergänge. Guck, dass du vielleicht so auf 6.000, 7.000 Schritte pro Tag kommst. Und das erhöht einfach auch deine Alltagsaktivität und führt auch dazu, dass du mehr Kalorien verbrennst. Dazu ist es auch sinnvoll, ein gezieltes Training in den Alltag einzubauen. Und da rede ich natürlich auch von gezielten Krafttraining, um natürlich auch Muskeln aufzubauen, um leistungsfähig zu bleiben, um natürlich auch in der Phase des Abnehmens dem Körper auch zu signalisieren, hey, pass auf, ich trainiere meine Muskeln, ich brauche sie, du darfst sie nicht abbauen. Ja, weil denn, wenn du natürlich proteinreich isst und ein gewisses Krafttraining im Alltag mit einbaust, dann erhältst du deine Muskulatur, du siehst fit aus, du bist leistungsfähig, du kannst im Alltag viel leichter Sachen schaffen und für die Frau natürlich genau dieses straffe definierte Körperbild, was sich die meisten natürlich auch wünschen. Und dann optional ist es auch nochmal ganz gut, ein Ausdauertraining mit einzubauen, einfach nur für das Herz-Kreislauf-System. Ausdauertraining selbst zum Abnehmen nicht ganz optimal, das wirklich so nur einzubauen. Also ich sehe das ja auch wirklich ganz oft, dass gerade auch Frauen stundenlang im Fitnessstudio auf irgendwelchen Cardio-Geräten rumtrampeln, ich muss es wirklich mal so sagen, um einfach nur Kalorien zu verbrennen. Aber das ist nicht die effektivste Möglichkeit, wirklich zu seinem Wunschgewicht zu kommen oder auch zu seinem Traumkörper, den man sich vorstellt. Also hier eine Kombination, mehr Alltagsbewegung einbauen, also Sachen, wo man sonst bequemer ist, einfach mehr bewegen mit den Punkten, die ich genannt habe. Ein gezieltes Krafttraining, da geht es auch nicht darum, einfach nur stumpf ins Fitnessstudio zu gehen, stumpf sich an irgendwelche Maschinen zu setzen. Es gibt unheimlich viele Möglichkeiten, ein gewisses Krafttraining in den Alltag einzubauen, was auch sehr zeiteffizient ist, teilweise 20 bis 30 Minuten nur. Also auch Zeit ist überhaupt kein Thema, was das angeht, wenn man weiß, was man macht und den richtigen Plan an der Hand hat. Ein anderer Punkt, der ja komplett unterschätzt wird, ist das Thema Stress. Denn wenn wir Stress verspüren, schütten wir Cortisol aus. Und in der Steinzeit war das natürlich sehr, sehr lebensnotwendig, denn es hat uns geschützt und uns extra Energie gegeben. Das heißt, wenn ein Säbelzahntiger kam, haben wir Adrenalin und Cortisol ausgeschüttet. Und wir hatten kurzzeitig einen Energieboost, um natürlich wegrennen zu können, um zu überleben. Heutzutage nicht mehr so ganz notwendig, aber natürlich verspüren wir immer noch Stress. Nicht den Überlebensstress, dass wir sterben könnten, sondern einfach nur im Alltag. Wenn wir auf Arbeit gestresst sind, ist einfach auch da der Klassiker, dass wir diesen Stress kompensieren durch Kauen und durch Essen. Das ist so diese typische Nervennahrung, die irgendwie in jedem Büro rumsteht oder im schlimmsten Fall sogar in deiner Schublade ist. Und sobald du dich gestresst fühlst, greifst du komplett unterbewusst dahin, packst irgendwas in den Mund und so baust du letztendlich deinen Stress ab. Ja, durch Kauen baust du Stress ab und durch Essen fühlst du dich auch kurzzeitig wieder besser. Aber Cortisol fördert natürlich auch die Fetteinlagerung am Bauch. Und das ist halt wirklich sehr, sehr dramatisch, weil diese Verbindung zwischen Stress, zu wenig Bewegung, hyperkalorische Ernährung und auch falsche Ernährung führt dazu, dass du vornehmlich dieses viszerale Fett einlagerst, also das Fett, was sich an den Organen ablagert. Und das führt letztendlich auch wieder zu gewissen Volkskrankheiten, wie ich schon gesagt habe, Schlaganfall, Herzinfarkt, Diabetes. Und wenn du mal so durch den Schnitt unserer Gesellschaft durchguckst, das sind Volkskrankheiten, die die meisten Menschen bekommen im Alter oder vielleicht schon viel früher.
Also sollten wir genau auch da ansetzen, weil die meisten Menschen sind gestresst, die meisten Menschen bewegen sich zu wenig und die meisten Menschen ernähren sich falsch, weil sie es einfach auch nicht wissen, weil sie es nie gelernt haben, damit umzugehen oder das in den Alltag richtig anzuwenden. Und das ist einfach auch meine, ich sag mal schon, Lebensaufgabe, genau das nachzuholen für die Menschen, damit sie halt wirklich auch bis ins hohe Alter fit bleiben, gesund bleiben und sich auch wirklich wohlfühlen und vor allem nicht so gestresst sind. Deswegen ist es auch da sehr sinnvoll, gewisse Ruhe- und Erholungsphasen einzubauen, also eine gewisse Me-Time, Zeit für sich selbst. Weil was die meisten nicht so richtig sehen, Stress entsteht nicht im Alltag. Kann jetzt wahrscheinlich ein bisschen verwirrend sein, wo du sagst, stimmt doch gar nicht, ich habe so viel To-Dos zu tun und das stresst mich alles und ich weiß gar nicht, wohin damit und mein Chef stresst mich und meine Kollegen stressen mich alle. Natürlich entsteht Stress im Alltag. Nein, nicht ganz. Das ist nur das oder der kleine Bruchteil, den du wahrnimmst. Der wirkliche Stress entsteht in uns selbst und das durch unsere eigenen Gedanken, Glaubenssätze, die wir haben und auch Emotionen. Ich mache es dir gerade mal ein bisschen greifbarer, zum Beispiel bei den Glaubenssätzen. Wenn du in dir diesen Glaubenssatz hast, ich muss es allen recht machen, ich darf keine Fehler machen, es muss alles perfekt sein und ich muss einfach ein gutes Bild abgeben, ich darf keine Schwäche zeigen. Das sind unterbewusste Glaubenssätze, die du in dir hast und das ist auch der Grund, warum du dich immer wieder so gestresst fühlst. Weil wenn du im Alltag gewisse To-Dos hast oder auf Arbeit immer wieder gestresst bist, dann hast du vielleicht auch unterbewusst diesen Glaubenssatz, ich muss es allen recht machen und ich muss alles perfekt machen, um gut dazustehen oder um einfach nur Anerkennung und Wertschätzung zu bekommen. Das ist der Punkt, der dich stresst. Oder genauso auch die Gedanken, die du hast, die negativen Gedanken, Ängste. Wenn du immer denkst, was ist wenn, was ist in der Zukunft, was ist wenn das und das passiert, das stresst dich einfach auch innerlich, schüttet auch wieder Cortisol aus. Und so summiert sich das alles. Also das, was du letztendlich wahrnimmst im Alltag an Stress, das ist nur der kleine Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, dass du überhaupt merkst, dass du gestresst bist. Der eigentliche Stress, also das ganze Fass, was sich erfüllt, das entsteht in dir. Anhand dessen, was ich gerade auch gesagt habe, deine eigenen Glaubenssätze und die Gedanken, die du immer wieder im Alltag hast, wenn du die mehr ordnest, mehr hinterfragst, Glaubenssätze erkennst, die dich stressen, dann können wir wirklich gewisse innere Ruhe und auch Gelassenheit schaffen und so ist es auch viel, viel leichter abzunehmen. Genauso wichtig, was auch Stressmanagement angeht, ist natürlich ein erholsamer Schlaf. Zu dem Punkt erholsamer Schlaf oder Abnehmen im Schlaf habe ich auch nochmal ein separates Video aufgenommen. Da gehe ich nochmal viel tiefer in dieses Thema rein. Das habe ich dir oben auch gerne nochmal verlinkt. Also du merkst schon, diese Punkte von einer gewissen Ernährung, von Bewegung und auch Stressmanagement in den Alltag überhaupt einzubauen, zwischen all den ganzen anderen Verpflichtungen, die du hast, von deinem Job allem gerecht zu werden, dann natürlich auch mit der Familie genug Zeit zu verbringen, da einfach auch gut zu sein in dieser Rolle. Das ist natürlich super schwierig, denn auch noch das Thema Ernährung, Bewegung und dieses ganze Stressmanagement auch noch in den Alltag einzubauen, wo du sagst, wann soll ich das machen, wo soll ich ansetzen, wie soll ich das überhaupt machen? Also tausende von Fragen, die dich verunsichern und was du natürlich dann wieder zur Seite schiebst, weil es in dem Moment dann einfach anstrengend ist. Und da ist es natürlich super schwierig, stets immer das Richtige zu tun. Und als Einzelkämpfer ist es natürlich noch viel, viel schwerer, weil dir einfach die Sicht von außen fehlt. Und man sich immer wieder in den gleichen Hamsterrad bewegt, weil man immer wieder die gleichen Gedanken und auch Glaubenssätze lebt, die man bewusst gar nicht richtig wahrnimmt. Und wenn du dich für dich endlich wohlfühlen willst und auch egal, was du anziehst und egal, wann du vor dem Spiegel stehst, dich einfach auch wieder wohlfühlen möchtest, dann lass uns gerne einfach mal in den persönlichen Austausch gehen und wir schauen mal, wie wir diese drei Faktoren individuell in deinen Alltag einbauen können, damit du es schaffst, mehr Bewegung in deinen Alltag zu bekommen, dich besser zu ernähren und auch ein gewisses Stressmanagement zu schaffen, dass egal was im Außen passiert, du so eine gewisse Ruhe verspürst und so natürlich auch dein Leben viel leichter wird, du dich viel wohler fühlst, leistungsfähiger bist und natürlich dein Leben auch viel, viel mehr genießen kannst. Dann danke ich dir für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns natürlich wieder im nächsten Video. Mach's gut!